Was geht ab, Leute? Hier ist Tekmo. Willkommen auf dem Kanal. Willkommen zu einem neuen, aber kurzen Video. Und zwar geht es um ein neues Update für die Filmic Pro App. Das neue Update ermöglicht es jetzt endlich, die DJI Osmo Mobile 3 und 4 Modelle über die Filmic Pro App zu steuern. Leider erweisen sich die Tasten, die jetzt belegt sind mit diversen Funktionen, nicht so besonders nützlich, denn die Zoom-Tasten stellen jetzt praktisch die Auswahl der Modis innerhalb der Filmic Pro App dar. Das bedeutet, man kann diverse Sachen auswählen, wie zum Beispiel, dass man mit dem Joypad des Gimbals die Richtung steuern kann, dass man damit die Belichtung steuern kann, den Fokus steuern kann, aber mehr auch leider nicht. Man kann zwar damit auch den Zoom steuern, allerdings nur mit den Joypad-Tasten. Das heißt, die eigentlichen Zoom-Tasten werden gebraucht, um die Modis auszuwählen, aber den eigentlichen Zoom steuert man dann tatsächlich mit hoch und runter, was irgendwie Quatsch ist, denn die seitlichen Tasten für den eigentlichen Zoom sind sehr, sehr präzise und empfindlich und würden daher eine bessere Möglichkeit des weichen Zooms ermöglichen, aber das ist leider jetzt nicht möglich. Zum anderen wäre eines der interessantesten Sachen gewesen, wenn man jetzt über die Filmic Pro App auch die Gimbal-Modis wechseln könnte, sodass man zum Beispiel in einen Schwenkmodus kommen kann oder in den FPV-Modus kommen kann. Das allerdings ist leider nicht möglich, somit ist das Ganze eigentlich wieder vor. Man kann ein paar Sachen steuern, und das war's auch. Das eigentlich Wichtige, und zwar die Gimbal-Modis zu steuern, geht leider nicht. Dafür muss man jedes Mal wieder in die DJI Mimo-App wechseln. Damit geht für mich das Update zwar schon ein bisschen in die richtige Richtung, aber immer noch nicht voll ausreizbar. So, und dann war es das auch schon mit dem ganzen Video für all die Gimbal-Fans. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Arrivederci.